Wir haben ganz schön Zoff mit dem Stoff. Ich meine den Impfstoff. Da gibt es Diskussionen nach der Reihenfolge der Impfungen, nach dem Schutz der Impfungen, nach Impfpflicht und dann immer wieder die Frage nach der Firma der Impfung. Und dann gibt es noch andere Spannungen über den Zoff mit dem Stoff hinaus. Ich bin selber erstmal nicht nur Zeuge geworden, sondern Betroffener, als ich zu einem Gottesdienst fahren wollte und in eine Anti-Corona-Maßnahmen-Demo geraten bin. Die Straße war blockiert, weil ein langer Autokonvoi alles gebremst hat. Eine Zeit auch für die Gesellschaft, in der vieles auseinanderdriftet. Wir haben Zoff und manchmal wird aus einem Nebeneinander ein Gegeneinander. Homo homini lupus, lateinisch hat es Plautus, ein Komödiendichter, 300 Jahre vor Christus so formuliert: Der Mensch ist dem anderen Menschen ein Wolf. Und der Staatstheoretiker und Philosoph Thomas Hobbes hat dies später aufgegriffen. Der Mensch ist dem anderen ein Wolf. Eigentlich sehr, sehr schade, dass wir einander manchmal am liebsten fressen würden. Und dies zeigt sich jetzt auch in diesen Wochen und Monaten. Wir alle sehnen uns danach, dass wir uns wieder öffnen können, dass manches gelockert wird. Wir wünschen uns Kontakt und Begegnung. Deshalb finde ich es ein ganz, ganz sprechendes Zeichen, dass unser Papst Franziskus gerade in diesem Jahr zum ersten Mal am 4. Februar einen Tag der Geschwisterlichkeit ausgerufen hat. Der Grund für ihn liegt darin, dass er sich 2019 in Abu Dhabi mit dem dortigen Großimam getroffen hat und sie haben über alle religiösen Grenzen hinaus gesagt, wir schmieden eine große Koalition all derer, die Söhne und Töchter des einen Schöpfers sind. Da zählen weder Religionen noch Kulturen noch Sprachen noch Nationalitäten. Rücken wir zusammen. Und der Namenspatron des Papstes, Franz von Assisi, hat ja in seinem Gebet, das ihm zugeschrieben wird, formuliert: Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Ich wünsche uns allen, dass wir zusammenstehen, nicht nur am Tag der Geschwisterlichkeit, sondern dass wir einander nicht wie Wölfe begegnen, die sich am liebsten auffressen, sondern dass wir den Schulterschluss wagen und miteinander darum wissen, es geht um den einen Schöpfer und wir sind seine Geschöpfe, Schwestern und Brüder in Gott. Musik.